Moin Moin, hier ist der Hannes vom HW Shape Surf Shop und ich habe heute neben mir die ganz frischen Elevate Master Boards. Das ist die ganze Kollektion von dem guten Board. Das ist jetzt frisch released, jetzt bei uns im Shop auch erhältlich. Und ich wollte euch die mal zeigen. Einfach mal vom klassischen Master. Das ist quasi das neueste Board. Gibt es in drei Größen: in 1,36, 1,39 und 1,42, glaube ich. Und wurde nochmal überarbeitet. Für die meisten von euch, die kennen das Board, ist ein Freestyle Freeride Board. Das heißt, ihr könnt das wirklich für beides benutzen. In puncto Freeride habt ihr natürlich ein Board mit sehr viel Pop und sehr viel Kanten halt, ne? Ihr könnt das gut in der Welle fahren, ihr könnt das gut fahren auf Flachwasser. Wenn ihr damit freestylen wollt, hilft euch natürlich der krasse Rocker, ne? Das Board hat eine gute Aufbiegung, hat einen Carbon Stringer in der Mitte. Was neu dazugekommen ist, ist ein neuer Kern. Das ist jetzt ein 3D Fly Plus oder Fly Light, glaube ich, heißt der Paulownia Kern. Der ist nochmal leichter geworden. Das merkt ihr wirklich auch am gesamten Boardgewicht. Auch dieses spezielle Carbon-Belege, was hier drin ist, oder Gewebe, besser gesagt, als Stringer wurde ein bisschen breiter gefasst jetzt und ist auch leichter. Was noch neu ist bei dem Board, ist das Unterwasserschiff. Das V hier in der Mitte wurde deutlich erhöht. Das ist ein bisschen tiefer quasi. Die Channels wurden jetzt anstelle von 45 Grad sind es jetzt 90 Grad Channels. Sollen dadurch ein bisschen mehr Grip haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Board ein bisschen fester ist. In den Tipps immer noch schön weich. Das heißt, auf Kappelwasser oder bei ja, Shoppingbedingungen werdet ihr noch komfortabel unterwegs sein mit. Wir empfehlen oder ich zu dem Board das Revo-Handle. Ne? Das macht bei dem Master extrem viel aus. Ne? Wenn ihr das Handle drauf habt und die Spannung reinbringt, dann senkt ihr quasi den Rocker vom Board wirklich rechts und links um 2 bis 3 cm. Und ihr macht aus einem Freeride-Freestyle-Board wirklich einen klassischen Freerider, der bei wenig Wind total gut fährt. Ne? Ihr zieht dann wesentlich mehr Höhe, habt bessere Armwindeigenschaften. Und könnt bei Leichtwind nochmal echt ein paar Punkte machen und müsst nicht vom Wasser gehen. Ne? Das dazu. Dann gibt es das Master auch noch als C-Plus-Variante. Das ist das schöne Stück hier in Vollcarbon. Nochmal leichter als das andere Master, weil hier, wie gesagt, mehr Carbon, weniger Glasfaser drin ist. Und was hier besonders ist, es kommt mit neuen Finnen. Die habe ich jetzt leider im Büro liegen lassen. Darum laufe ich jetzt nochmal los und hole sie. Ihr bleibt so lange da. So, wieder zurück. Also, was kommt dazu? Zu dem neuen Master C Plus kommen die Fire Fins. Ne? Das sind Finnen mit einem Stecksystem. Sieht quasi so aus. Hier ist mal so eine Finne reingesteckt. Ihr könnt dann hier, wenn das an Bord montiert ist, könnt ihr raufdrücken auf die Finne hier und kriegt quasi das Insert dort raus und könnt die Finne einfach abnehmen. Was dann an Bord stecken bleibt, ist quasi dieses Teil hier. Ist ganz gut für den Transport. Ist ganz gut, weil ihr euch die Finnen nicht kaputt fahren könnt, beziehungsweise einfach tauschen könnt. Und ihr könnt verschiedene Größen drauf machen. Mitgeliefert wird der ganze Spaß. Dann so ein Karton hier mit 4 Finnen, so einem Beutel, Schräubchen, ne, und dann diese 5 cm Finnen. Gibt es da noch kleinere Finnen zu, kann man dann austauschen. Was noch dabei ist, beziehungsweise nicht dabei ist, was man aber zusätzlich kaufen kann, bei uns auch im Online-Shop im Konfigurator gleich direkt auswählbar, sind die Ergo-Pads, ne? Was viele schon kennen. Ich persönlich finde die super geil. Ihr könnt sie raufschrauben, ihr könnt quasi vorher die Schlaufen drauf montieren auf den Pads und könnt dann im angeschraubten Zustand, wenn ihr die Schrauben löst, das Pad drehen und justieren quasi und müsst nicht alles abschrauben. Dazu gibt es dann noch ein Elevate-Handle. Wie gesagt, ist beim Master nicht dabei, serienmäßig, muss extra gekauft werden, aber könnt ihr bei uns im Shop quasi einfach auswählen. Das dritte Board in der Familie des Masters ist das Master S in der V2-Variante jetzt. Ist grundsätzlich das gleiche Board wie das Master, ist ein bisschen leichter nochmal und speziell für Frauen konzipiert, beziehungsweise leichte Fahrer. Ne? Ist kürzer, er ist nur 1,32 lang. Ne, das Master gibt es nur bis 1,36 runter. Und der Wasserstift von der Beschaffenheit alles das gleiche. Ne? Wieder ein starkes V hier in der Mitte. Hinten läuft es dann aus. Starke Channels, wie gesagt, viel tiefer als früher. Nicht 45 Grad, sondern 90 Grad für mehr Halt und mehr Führung. Und was noch besonders ist, auch bei allen Master, habe ich noch nicht erwähnt, ist diese Parabolic Edge hier. Die sorgt ja, für ein bisschen harmonischeren Flex und weniger Spray angeblich. Sollte funktionieren, die meisten finden es cool. Und ich finde es auch eigentlich ganz geil, dass mal was anderes ist. Ne? Die ist auch ein bisschen undercut, das heißt, sie ist so ein bisschen runter, macht das Ganze etwas runder. Ne? Also, falls ihr Bock auf die neuen Boards habt, kommt vorbei im Shop oder bestellt sie einfach online. Ne? Das nächste, was kommen, sind die Process. Die packen wir jetzt aus.